Bundesminister Dr. Habeck, lieber Robert, liebe Gäste hier in der Zentrale der Heinrich-Böll-Stiftung und auch zugeschaltet über den Livestream. Willkommen zum Gesellschaftsprojekt Energiewende. Wo waren Sie eigentlich im Juli 2023, also vor 2 Monaten? Ich selber war im Urlaub in Slowenien, kurz bevor 2/3 dieses wunderschönen Landes verheerend überflutet wurden. Ich denke immer wieder an die Bilder dieser Wasserfluten, die unvorstellbar gewesen waren, während ich dort da war, in Urlaubsstimmung. Und so viele dramatische Folgen der Klimakrise haben wir allein seit Juli erlebt. Andere vielleicht in Griechenland, in Italien, in Frankreich, zuletzt die wirklich schlimmen Bilder aus Libyen. Der Juli 2023 war ein historischer Rekordmonat. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es einen so heißen Tag wie den 6. Juli 2023 mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 17,08 Grad Celsius. Noch nie gab es 4 aufeinanderfolgende Tage, die so heiß waren wie der 3. bis 6. Juli. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab es einen so heißen Monat wie den Juli 2023. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, das ist seit 1881 schockierend genug. Wenn man aber präziser formuliert, wird es noch schockierender. Es ist seit mindestens 120.000 Jahren nicht so heiß gewesen. Das wissen wir, weil die Klimaforschung an verschiedenen Stellen feststellt, wie sich das Klima auch schon früher verändert hat. Und anders präzise formuliert ist der Juli 2023 der erste erfasste Monat mit einer globalen Durchschnittstemperatur von etwa 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Das heißt, dieser Monat hat uns sozusagen gezeigt, was in Deutschland und Europa oder weltweit mindestens passiert, wenn wir 1,5 Grad reißen. Der Juli 2023 ist quasi ein Ausblick in die Welt der 1,5 Grad Grenze des Pariser Klimaabkommens. Aktuell sind wir laut UN-Angaben global auf 2,8 Grad Kurs, also auf einem Kurs in eine Welt von Wasserknappheit, Hunger, Flucht, Konflikten, der Verlust tausender Arten. Und wir wissen, dass die Konsequenzen nicht linear zur Temperatur steigen, sondern mit steigender Höhe sich gegenseitig befeuern und beschleunigen. Wir wissen um Kipppunkte im globalen Klimasystem und auch um teils irreversible Schäden, allein schon bei nur temporärer Überschreitung von 1,5 Grad. Unser Planet brennt. Das ist die Realität, an der wir unser Handeln jetzt und auch von künftigen Generationen werden messen lassen müssen. Deswegen möchte ich in dieser Konferenz einen Fakt voranstellen, der diese physikalische Realität unseres Planeten beschreibt. Er stammt aus der jüngsten Synthese des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats. Für eine mindestens 50-prozentige Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, brauchen wir global Netto-Null-Emissionen bis zu Beginn der 2050er Jahre. Das ist die Aufgabe unserer Zeit. Das ist die Aufgabe unserer Zeit, während spätestens seit dem 24. Februar 2022 unsere globale Ordnung erschüttert ist. Aber der russische Angriff auf die Ukraine hat uns nicht nur unsere Abhängigkeit von Öl und Gas aus einer Diktatur schmerzlich bewusst gemacht. Wir haben auch entschieden, wir können die Grundlagen unseres Wohlstands nicht von Regimen abhängig machen, die die Feinde einer regelbasierten multilateralen Ordnung sind und die Europa und demokratische offene Gesellschaften als Feindbild betrachten. Und wir haben auch gesehen, was möglich ist. Diese Bundesregierung hat es geschafft, dass wir binnen von 10 Monaten unsere Importe von russischem Öl und Gas auf 0 reduziert haben. Lieber Robert, das ist zum allergrößten Teil auch dein persönlicher Verdienst. Was lange Zeit als unrealistisch behauptet wurde, ist binnen Jahresfrist Wirklichkeit geworden und Grundlage für eine zweite industrielle Revolution. Der Ausgangspunkt dafür, dass wir Freiheit, Wohlstand und Sicherheit durch Veränderungen erreichen können. Und jetzt die guten Nachrichten, der Blick nach vorn. Stellen Sie sich als Vision doch einmal vor, dass die Lampen, die Sie anmachen, die Geräte, die Sie nutzen, versorgt werden aus erneuerbarem Strom, aus der möglicherweise selbst eingebauten Solaranlage samt Speicher, zu denen Sie ein lokales Unternehmen oder Kollektiv kostenlos beraten hat. Stellen Sie sich vor, Ihr Haushalt oder auch die industrielle Produktion im Süden des Landes wird über eine 700 Kilometer lange Trasse von Windrädern im Norden angetrieben. Stellen Sie sich vor, das Gebäude, in dem Sie arbeiten, wird durch die Abwärme eines Rechenzentrums mit Energie versorgt. Stellen Sie sich vor, Sie schlafen im Nachtzug in Berlin ein und wachen in Brüssel oder sogar in Barcelona auf und tragen so
genossenschaftlich dazu bei, 3% der gesamten EU-Treibhausgasemissionen einzusparen. Stellen Sie sich vor, in der Talkshow, die Sie abends sehen, ist regelmäßig auch die organisierte Zivilgesellschaft vertreten, inspiriert und macht Ihnen Mut. Stellen Sie sich vor, in unseren Schulen wächst die nächste Generation von Klimaschutzexpertinnen heran. Stellen Sie sich vor, in einem Netzwerk von Unternehmen und IHKs wird Wissen zu betrieblichem Klimaschutz geteilt, mit Checklisten, Best Practice und Klimacoaching. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen wie ein Drittel der EU-Bevölkerung in einer Grenzregion und sind Teil eines grenzüberschreitenden Wärmenetzes. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Stadt, die mit nachhaltiger Stadtentwicklung und einem Energiewende-von-unten-Ansatz innerhalb von 10 Jahren Ihre CO2-Bilanz halbiert. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem energieautarken Dorf Deutschlands, das sich selbst zu 100% aus erneuerbaren Energien versorgt. Oder stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Region, die nach einer verheerenden Flutkatastrophe gemeinsam wieder aufgebaut wurde und nun auf dem Weg zur Modellregion mit 100% erneuerbaren ist. Das alles ist nicht ferne Zukunft, sondern Gegenwart. Das alles sind Initiativen, die es bereits gibt. Das sind die Game Changer der Energiewende, versammelt auf der Webseite, die diese Konferenz begleitet und die ich Ihnen allen sehr ans Herz legen möchte. Auf böll.de, Gamechanger minus der Energiewende. Sie finden hier überall QR-Codes, auch hier heute, die Sie zu diesen Game Changern leiten. Denn diese Initiativen haben eines gemeinsam. Sie atmen, was wir brauchen. Eine schnelle Umsetzung der Energiewende, möglichst viele, die mitwirken und möglichst viele, die profitieren. Ein Spirit des Ärmelhochkrempelns, des Verantwortung übernehmens und der neuen Allianzen. Genau das, meine Damen und Herren, wollen wir heute an diesem Tag weiter verfolgen und vertiefen. Damit machen diese Initiativen auch vor, was wir heute hier erreichen wollen. Zum einen wollen wir Mut machen und motivieren und die Erfolgsgeschichten zeigen, dass es geht und wie es geht. Zum anderen wollen wir die richtigen AkteurInnen, wie Sie alle, zusammenbringen an einem Ort, der, glauben wir, ein guter Ort ist, für vertrauensvolle, lösungsorientierte Gespräche ist, unter MacherInnen, AnpackerInnen, die in ihrer Vielfalt am gleichen Strang ziehen. Wir werden hier heute unser Ziel erreicht haben, wenn neue Verbindungen unter Ihnen allen entstehen und Sie alle die Stiftung mit neuem Mut und neuen Ideen verlassen und da draußen verändern und loslegen, damit die Ideen auf die Straße zu bringen. Damit das hier heute so passieren kann, haben wir die Konferenz wie ein Gesellschaftsprojekt im Kleinen gebaut. Jeder Baustein der Konferenz heute ist wiederum so gebaut, dass WissenschaftlerInnen und ExpertInnen mit UnternehmerInnen, NGOs, Genossenschaften, mit PolitikerInnen und mit engagierten, organisierten BürgerInnen sprechen. Außerdem gibt es eine aktive Beteiligung des Publikums, in dem viele engagierte Gamechanger versammelt sind. Zwischendrin, vor allem die Mittagspause, die Kaffeepause und das Vernetzungstreffen am Abend, sind die sanfte Aufforderung zum Bildet Banden. Schließlich möchte ich das Panel Fachkräfte mehr Hände für die Wende hervorrufen. Das ist im Tag zentral positioniert, um zu betonen, neben Rohstoffen, Produktion und Infrastruktur brauchen wir vor allem viele Menschen, die die Energiewende schnell umsetzen, auf allen Ebenen. Deswegen müssen wir unbedingt auch über Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung, Zuwanderung und technologischen Fortschritt sprechen. Ich möchte am Ende die Gelegenheit nutzen, um die Arbeit im Hintergrund sichtbar zu machen. Ein besonderer Dank gebührt den Architektinnen dieser Konferenz, unserem Referat Ökologie und Nachhaltigkeit. Das ist das Team um Anna Brehm mit Rita Hoppe und Stefan Stoll, aber auch allen anderen Mitarbeitenden hier aus dem Haus, die zum Beispiel Panel moderieren, an unterschiedlichen Stellen mitkonzipiert, umgesetzt oder aufgebaut haben und um unser aller Zusammenkunft hier heute möglich zu machen. Unser Dank gebührt aber auch Ihnen allen hier, die Sie heute hierher gekommen sind und die hier sind, um sich eben auch einzusetzen für die Energiewende und on the ground für eine klimaneutrale Zukunft zu streiten. In diesem Sinne, wir machen weiter, wir nehmen noch mehr Leute mit. Wir gestalten, wo andere blockieren. All hands on deck, volle Kraft voraus. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich meine, damit ist der Geist der heutigen Veranstaltung gesetzt.
Mut machen, Game changen, anpacken, tun. Wir setzen gleich darauf auf. Das Erste können Sie schon vor der Rede von Bundesminister Habeck tun, und zwar teilen, was Ihnen an dem gefallen hat, was Sie gerade gehört haben. Widerspruch ist auch erlaubt, also jede Form von Teilgabe ist herzlich eingeladen. Der Hashtag lautet Gesellschaftsprojekt 23 und wir werden mit diesem Teilgeben von Ihnen über den Tag weitermachen. Wir haben es gerade gehört. Sie können sich gleich nach der Keynote von Dr. Habeck beteiligen, mit den Mikros hier im Raum hörbar machen. Und draußen im digitalen Raum sind Sie genauso herzlichst willkommen, zahlreich, wie ich gesehen habe. Bitte nutzen Sie den Chat für Ihre Fragen und wir werden versuchen, beides im Reißverschlussprinzip sicht- und hörbar zu machen. Was wir heute tun werden, ist die Diversität der Perspektiven einfließen zu lassen. Auch die globalen, das werden wir im Laufe des Nachmittags tun. Und ich bleibe jetzt für die erste Keynote gleich bei dem, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, hands on deck. Ich weiß nicht, was wir jetzt an Sie abgeben, Herr Habeck. Vielleicht den Kompass, vielleicht den Sextanten, ich weiß nicht. Wir werden es gleich erleben. Es geht um eine Art Halbzeitbilanz. Was ist schon gelungen, was wurde umgesetzt, was können wir noch erwarten, was ist überhaupt noch möglich? Sie haben sehr viel von den Möglichkeitsräumen der Gegenwart gesprochen. Wo wird uns das hier hinführen? Das wollen wir jetzt hören von Dr. Robert Habeck. Wir freuen uns, glaube ich, alle im Raum sehr, dass Sie da sind und dass Sie es heute möglich machen konnten und nicht bei der UN sind. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank, guten Morgen und danke für die Gelegenheit, hier zu sprechen und danke für die Veranstaltung und überhaupt den Rahmen. Jan Philipp, als ich ihn eben gefragt habe, was soll ich eigentlich sagen? Also soll ich sozusagen ins Detail der Baustellen gehen oder soll ich den großen Überblick machen? Und dann sagt er beides. Das probiere ich. Aber es ist natürlich Gefahr geneigt, dass ich mich zu lange bei dem einen oder anderen Thema aufhalte. Andererseits muss man ja irgendwo anfangen, wenn die in so einen Tag gehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht falsch, erst einmal den Kompass zu eichen, um dann tatsächlich die Segel zu setzen oder unter Deck zu gehen zu den Rudern, je nachdem, welches Bild man gerade haben möchte. Ich möchte einmal Jan Philipp Albrecht ausdrücklich zustimmen, und das ist in diesem Raum vielleicht unnötig zu sagen, aber einmal sollte es vielleicht gesagt werden. Ich glaube, dass die Bekämpfung der globalen Erderwärmung die historische Aufgabe unserer politischen Generation ist. Es gibt ganz viele andere Aufgaben, soziale Gerechtigkeit oder soziale Ungleichheit zu bekämpfen, Krieg wieder in Europa, Krieg in der Welt, rechtsradikale Parteien, die überall aus dem Boden sprießen. Es ist sozusagen jetzt, wäre naiv zu sagen, wir haben nur ein Problem zu lösen, aber wenn die Bücher der Geschichte mal geschrieben werden, hieran wird sich bemessen lassen, ob diese politische Generation ihre historische Aufgabe einigermaßen bewältigt hat oder nicht. Das lehrt uns jede Geschichte und das lehrt uns mit Verlaub auch jetzt schon der Blick auf die Gegenwart. Also insofern, die Dringlichkeit ist gegeben und die politische Dimension, denke ich, ist aufgespannt. Wenn man es ein bisschen weiter auffächert, bleibt als erstes die Zeitfrage zu klären. Und auch das hat Jan Philipp Albrecht eben in einem Nebensatz angesprochen, die Frage der Kipppunkte. Die Daten, die wir kennen, die uns die Wissenschaft gesagt hat, 2 Grad nach Möglichkeit, nicht über 1,5 Grad, sind Extrapolationen in die Zukunft. Und wir sind nicht auf Kurs, das muss man eindeutig sagen. Aber daraus kann man auch eine, ich will nicht sagen eine Hoffnung, aber einen Auftrag ableiten. Denn wir wissen am Ende nicht genau, wo Kipppunkte sind. Wir ahnen es, die Wissenschaftler sagen es, und bei 1,5 Grad wird man sagen, wird es langsam eng für Inselstaaten allemal. Wir sehen, wie die Gletscher schmelzen. Wir sehen, dass die globale Erderwärmung sich ungleich verteilt über den Kontinent, dass also bestimmte Regionen, und Europa gehört dazu, härter und schneller betroffen sind als andere. Also man kann daraus kein Laissez-faire machen. Umgekehrt würde ich aber sagen, sollte es nicht gelingen, 1,5 Grad global einzuhalten, dann müssen wir eben kämpfen, dass es 1,55 Grad wird oder 1,6 Grad. Ist daraus den Schluss zu sagen, wenn wir 1,5 Grad nicht erreichen, dann hören wir auf, Klimaschutz zu betreiben, wäre genau die falsche Konsequenz. Es ist ein Ansporn, möglichst gut und möglichst schnell zu sein. So jedenfalls, glaube ich, muss man die Sache angehen. Drittens kombiniert sich die Diskussion um
Klimaschutz und dass Klimaschutz nicht das richtige Wort ist. Gleich gehe ich zur Energiewende über und so weiter. Das wissen Sie, wir schützen ja nicht das Klima, sondern uns, liberale Demokratie, ein menschenwürdiges Leben, Menschenleben überhaupt, je nachdem, wie apokalyptisch Sie eskalieren wollen. Aber natürlich verbindet sich diese Dimension, und zwar jetzt schon die technische Dimension der Arbeit, mit anderen großen Themen unserer Zeit. Um nur zwei zu nennen, die man aber beliebig aufspalten kann, würde ich einmal sagen, die Dimension von Sicherheit, also Energiesouveränität. Autarkie wäre das falsche Wort, das wäre weder anzustreben noch erreichbar. Aber Souveränität, auch mit Blick auf das, was wir gesehen haben. Wir mussten und zahlen ja noch heute hohe gesellschaftliche Kosten dafür, eine gewisse Souveränität, nämlich eine Verfügbarkeit auch über die Importe wiederherzustellen, uns aus der russischen Abhängigkeit zu lösen, erstmal herstellen in den letzten Monaten. Das sollte uns nicht ein zweites Mal passieren. Und natürlich hilft jede Kilowattstunde, die hier in Europa oder in Deutschland produziert wird, dabei mit. Das Ganze spielt vor dem Hintergrund einer veränderten Globalisierung. Da darf man die Augen nicht vor verschließen. Und ich komme am Ende des kleinen Vortrags nochmal darauf zurück, weil das sozusagen eine andere Konsequenz mit Blick auf die internationalen Klimaabkommen hat, die dann auf einmal Sicherheitskonferenzen werden oder Sicherheitsabkommen werden können. Aber erst einmal ist es nun mal so, dass die Naivität, wenn sie denn jemals ihren Grund hatte zu glauben, eine Globalisierung der Märkte führt immer nur zum gesellschaftlichen Wachstum, zur Teilhabe von allen möglichen Bevölkerungsgruppen, und die großen Volkswirtschaften der Welt vereinen sich in Angebot- und Nachfragespielen, zerplatzt es. So ist es nicht. Wir treten ein oder sind mitten in einer neuen Phase, die mit Geopolitik abstrakt beschrieben ist, aber im Grunde ist damit gemeint, Handel und vor allem der Handel mit Energie in einem besonderen Maße ist immer interessengeleitet und damit machtgeleitet, und deswegen gibt es ein Sicherheitsgebot neben der Frage des Klimaschutzes, ein Sicherheitsgebot, eine möglichst große Verfügbarkeit über seine Energieressourcen zu haben. Der dritte Punkt, den ich ansprechen will, also Klimawandel, Energie oder ich würde sagen Wirtschaftssicherheit, ist gesellschaftliche Teilhabe, und das verbindet sich mit einer Erneuerung unseres Wohlstands. Es ist wenig gewonnen, und wahrscheinlich würde das Projekt auch scheitern, wenn wir die CO2-Emissionen zwar runterkriegen, aber dafür Verlust an Arbeit, Verlust an Wohlstand, Verlust an gesellschaftlicher Teilhabe in Kauf nehmen. Und Sie wissen, worüber ich rede. Natürlich ist der Klimaschutz nicht alleine auf weiter Flur, sondern er verbindet sich mit allen möglichen Anwürfen von Klimaleugnern bis hin zu den realen und berechtigten Verlustängsten in Regionen, wo Transformation stattfindet. Also Zuliefererindustrie für die Automobilwirtschaft, Regionen, wo Braunkohleabbau zur Beschäftigungsordnung gehörte und ganze Dörfer davon abhängig sind, dass meistens Männer in diesem Fall ihre Arbeit in den Konzernen finden. Das aufzulösen ist nicht trivial, aber ist sicherlich Bedingung dafür, dass das ganze Projekt gelingt. Wenn es gelingt wiederum, hat Deutschland und Europa die Chance, und ich würde fast sagen, ich will nicht sagen die einzige Chance, aber doch die beste Chance, das Modell der Bundesrepublik, nämlich die soziale Marktwirtschaft, einer offenen Wirtschaftsform in einer globalen Welt zu erneuern. Die anderen tun es auch. Sie tun es unter anderen Bedingungen, unter anderen ökonomischen oder fiskalpolitischen Bedingungen. Aber sie tun es. Wenn Sie sich anschauen, was die USA tun und was China tut und wo der Zubau von Energieformen stattfindet, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Hochlauf von Wasserstoff, im Wettlauf um Batterieproduktion oder Elektrolyseurenproduktion. Also der Inflation Reduction Act ist eine einzige Kampfansage, wer entwickelt die grünen Technologien der Zukunft. Und wenn man der Heinrich-Böll-Stiftung oder der Grünen Partei nicht glaubt, dass das entscheidet über die zukünftige Teilhabe an Wohlstand, dann sollte man vielleicht einen Blick über den Kontinent tun. Also, ich will damit sagen, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Diskussion, die wir miteinander führen,
Der Klimaschutz als paradigmatisches Thema unserer Zeit, also Senkung der globalen Emissionen, verbindet sich auf komplexe Art mit der Energieverfügbarkeit, vulgo Sicherheit und der gesellschaftlichen Teilhabe, also dass das Land insgesamt und möglichst viele Menschen profitieren von dem, was wir hier tun. Und alles drei muss man stets zusammendenken in dieser Dreidimensionalität. Nur wird die Diskussion eine politische, sonst ist sie akademisch oder philosophisch oder was immer. Und das meine ich nicht, liebe Frau Kämpfer, nicht despektierlich gegenüber Akademien, aber Sie wissen, worüber ich rede. Wir brauchen in einer Demokratie Mehrheiten und wir brauchen ein Verständnis auch der globalen politischen Wirkzusammenhänge. Das war die Vorbemerkung. Damit komme ich nach Deutschland und mache einen Blick in die Arbeitsagenda sozusagen der Bundesregierung, meines Ministeriums im Wesentlichen, um dann über Europa auf die globale Ebene zu kommen. Und zu jedem der Themen könnte man noch tiefer einsteigen, das ist mir wohl bewusst und das werden Sie über den Tag auch tun, bis in die Tiefen der Verordnung und in die Unterstriche der Förderung. Aber wenn man ein grobes Bild malen will, wo wir stehen, dann würde ich sagen, jetzt heute spielt man ja, redet man nicht mehr so viel über Fußballhalbzeiten, sondern vielleicht eher über Basketball. Wir sind am Anfang der zweiten Halbzeit, des zweiten Drittels, also gedrittelt. Das heißt, das erste Drittel haben wir gespielt und ganz gut. Die Energieversorgung in Deutschland, das ist hier, oder die Stromversorgung in Deutschland ist bei knapp 50% erneuerbar. Wir werden in diesem Jahr, mal gucken, wie sich der Herbst entwickelt, aber eine gute Chance haben, die 50% zu knacken. Der Zubau hat deutlich nochmal angezogen. Gute Nachricht ist, schon 50%. Schlechte Nachricht ist, dafür haben wir gute 20 Jahre gebraucht. Und wir haben jetzt noch 7 Jahre Zeit, bald nur noch 6 Jahre Zeit, um aus den 50% 80% zu machen bei wachsendem Strombedarf. Das heißt, mit dem bisherigen Tempo werden wir damit nicht hinkommen. Und das ist das politische Problem oder der politische Auftrag. Wir sehen bei Solar einen enormen Boom. Die Vorgabe für dieses Jahr war, auf 9 Gigawatt zu kommen, von 7,7, glaube ich, letztes Jahr kommend. Es wird zweistellig werden. Das, denke ich, kann man jetzt schon sagen. Die Zielmarke für dieses Jahr ist erreicht worden. Wir sind bei Offshore eigentlich auf Kurs. Wir haben, weil es ja bundespolitische Aufgabe ist, die Flächen zu sichern, nicht nur Flächen für 30 Gigawatt, die wir bis 2030 haben wollen, identifiziert, sondern schon für 40 Gigawatt, die jetzt sukzessive in die Ausschreibungen gelangen. Es gibt ein enges Monitoring mit den Wasser- und Schifffahrtsdirektionen, mit den Küstenländern, mit den Netzbetreibern und so weiter, dass wir immer sehen, ob wir im Fahrplan sind. Und der Fahrplan stößt jetzt auf die Wirklichkeit. Wir erleben, dass es von Kabeln bis zur Produktion von Konverterplattformen Engpässe gibt. Das heißt im Moment, wenn es ein Problem gibt, dann ist es nicht in diesem Fall mal politische Planung, politische Beschlussfassung, die Organisation der Bürokratie, sondern tatsächlich die Realität von Produktion. Und bei Onshore Wind sieht man eine deutliche Steigerung der Zahlen. Letztes Jahr knapp 2 Gigawatt zugebaut, dieses Jahr bis Ende Juli ungefähr 2 Gigawatt zugebaut, aber Ende Juli ist eben nicht mehr die Hälfte des Jahres. Wir sind also etwas unter dem, was wir erreichen wollen. Wir haben in der ersten Jahreshälfte 3 Gigawatt bezuschlagt, 4 Gigawatt sind in der Beantragung und 11 Gigawatt sind beantragt, also in der Pipeline der Länder. Das ist alles nicht schlecht, aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Es hapert an Flächen und an schnellen Genehmigungen. Natürlich gibt es auch da jede Menge Binnenkonflikte. Wir haben viel mit der Flugsicherung zu tun gehabt, das haben wir, glaube ich, gelöst. Jetzt ist ungefähr 5 Gigawatt davon sind blockiert durch Bundeswehrstandorte. Die Bundeswehr hat natürlich ihr Recht in dieser Zeit, aber zu schauen, ob bestimmte Hubschrauberlandebahnen oder Anflugbahnen nicht auch anders geführt werden können, das sollte schon möglich sein. Das heißt, da müssten wir möglichst viel von loseisen. Aber Sie sehen, wenn wir 11 Gigawatt in der Beantragung haben, wenn wir die Hälfte davon im Laufe des nächsten Dreivierteljahres bezuschlagen könnten, dann wären wir tatsächlich auf Kurs. Wenn es nicht gelingt, da ein Turbo reinzuhauen, dann fängt es langsam an,
schwierig werden, die Zahlen zu erreichen. Auf der Gesetzgebung, denke ich, haben wir jetzt kommend von der ersten, vom ersten Drittel, mitten im zweiten Drittel zu sein, sehr viel gemacht, gerade beim Ausbau der Erneuerbaren und beim Netzausbau. Die Zahl der Gesetze und Verordnungen ist Legende. Es dürften an die 30 Gesetze sein und noch mehr Verordnungen. So sehr, dass die Windbranche mir bei der letzten Rücksprache, die ich gesagt habe, gesagt hat, jetzt hört man auf, was zu machen. Wir müssen jetzt erstmal alles verarbeiten. Und ich bin schon länger im Geschäft, in diesem Geschäft auch. Und bisher haben die eigentlich immer gesagt, änder die Gesetze, änder die Gesetze, änder die Gesetze. Jetzt sagen sie, änder bitte mal nicht die Gesetze. Lass uns erstmal das Ganze verarbeiten. Das heißt also, da ist jetzt viel passiert. Entsprechend ist es in der Praxis angekommen bei den Kommunen, bei den Genehmigungsbehörden, bei den Planungsbehörden der Länder. Wir brauchen Fläche und wir brauchen Genehmigungen. Das heißt, wir müssen das jetzt in die Praxis übersetzen. Und wir heißt durchaus, Sie alle, wenn Sie da in der Branche mit dabei sind. Heißt nicht, dass wir mit allem durch sind. Wir machen jede Menge kleinere und größere Operationen, um die Planung noch weiter zu beschleunigen, um sie zu entbürokratisieren, Verfahren zu verschlanken und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ein Drittel ist gespielt und wir sind mitten im zweiten Drittel. Warum sage ich zweites Drittel? Weil nun die Frage der Sektorenkoppelung umso dringlicher wird. Im Strombereich hat das letzte halbe Jahr im Grunde davon gehandelt, das GEG, das Wärmegesetz, raus von fossilen Energien aus dem Wärmebereich, rein nach, also klimaneutrale Wärme. Das wird noch immer ganz maßgeblich Fernwärme und dann die Wärmepumpe sein. Das heißt, wir brauchen mehr Strom. Die 80%, die ich genannt habe, beziehen sich nicht auf den Status quo, sondern wir werden einen Zuwachs am Bedarf haben bis 2030, ungefähr auf 650, 700 Terawattstunden kommend von 550, 540 jetzt ungefähr. Aber natürlich endet es nicht bei dem Strombereich alleine, also Wärmepumpen, E-Mobile. Das ist jetzt der Punkt, wo ich stundenlang darüber reden könnte, über das GEG und über Ladesäuleninfrastruktur und so weiter, was ich nicht tue, außer Sie rufen dazwischen, doch, bitte mach das. Ich will auf das molekülgebundene System kommen, weil das sozusagen das bisher nur besprochene und nicht bearbeitete Aufgabenfeld ist, Wasserstoff. Die Elektrolyse von Wasserstoff wird in Deutschland ungefähr zu einem Drittel des Bedarfs stattfinden. Wir rechnen damit, dass wir um 2030 110, 120, 130 Terawattstunden brauchen. Das ist eine gigantische Erhöhung der bisherigen Produktionskapazitäten. Weil der Markt knapp sein wird, wird der Bereich vor allem oder wird der Wasserstoff vor allem in die Bereiche gehen, die keine Alternativen haben. Das heißt, die Industrie, die darauf angewiesen ist, Frau Merz, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Wenn Stahl nicht mehr mit Kohle produziert werden soll, dann muss es mit Wasserstoff und solange wir keinen Wasserstoff haben, mit Gas passieren. Aber man wird ThyssenKrupp nicht alleine elektrisch betreiben können. Die Schiffsverkehre, die Flugverkehre, sie alle sind darauf angewiesen. Also ein Drittel, denke ich, werden wir selber in Deutschland produzieren. Das muss verteilt werden. Wir werden jetzt das Kernnetz beschließen. Das ist quasi das Autobahnsystem. Sofort danach die Arbeiten in das Bundesstraßensystem, wenn Sie so wollen, aufnehmen, sodass wir die Regulierung, die Finanzierung, die Investitionsbedingungen klarstellen und dann zu 2030 ein Kernnetz von 8.000 bis 12.000 Kilometern in Deutschland gebaut haben werden. Das ist im Moment der Hauptdruck. Parallel dazu muss auch mit Wasserstoff verbunden das steuerfähige Lastensystem für den Strombereich entwickelt werden, also die Kraftwerksstrategie. Wir laufen ja auf eine Welt hinzu, wo die Erneuerbaren nicht mehr auf ein bestehendes, gut funktionierendes System treffen, sondern die sind das System der Zukunft. Und es wird trotzdem Lücken geben, wo der Wind nicht ausreichend weht oder die Sonne nicht scheint, wo wir steuerbare Lasten zuschalten müssen, die sich zusammensetzen aus allen möglichen Bereichen. Natürlich Biogas oder Biomethan, aber ganz wesentlich wasserstofffähige oder dann eben Wasserstoffkraftwerke, die nicht dauerhaft durchlaufen, sondern die dann in wenigen Stunden im Jahr richtig mit großer Kapazität reinspeisen müssen. Das zu designen, das auszuschreiben, die zu bauen, ist die Bedingung für eine klimaneutrale Versorgungssicherheit bis 2030. Und wenn wir sie nicht hinbekommen, dann wird diese Lücke eben geschlossen werden müssen mit fossilen Kraftwerken, was es zu vermeiden gilt. Das ist neben dem Wasserstoffnetz und dem Importen und der Elektrolyse die Hauptaufgabe gegenwärtig. Schnell, jetzt sehe ich, dass Sie sich nach vorne beugen. Das interpretiere ich, dass meine Zeit abgelaufen ist. Aber lassen Sie mich ganz kurz noch auf Europa und auf die globale Herausforderung zu sprechen kommen, damit das Ganze irgendwie einen rhetorischen Kreis gibt. Wir gucken immer
auf Deutschland. Und natürlich wird die deutsche Politik an deutschen Entscheidungen gemessen. Aber quasi im Windschatten dieser politischen Debatte ist in Europa enorm viel passiert im letzten Jahr. Man darf wohl sagen, dass die Europäische Union unter dem Druck der Energiesicherheit nach dem Wegfall des russischen Gases im Wesentlichen, teilweise auch Kohle oder auch Öl, richtig zu einer Energieunion geworden ist. Das betrifft das gute Verhältnis zu den Ministerkollegen. Wir haben uns teilweise alle 10 Tage in Brüssel getroffen. Das sind richtige Freundschaften, also jedenfalls Kollegialitäten entstanden, wo man sich mal schnell anrufen kann. Aber auch auf der formalen Ebene im Rahmen von Fit for 55 und dem Green Deal-Paket der Europäischen Union ist Europa wirklich zu einem Hauptakteur geworden. Um nur ein Beispiel der vielen Files zu nennen, durch die Reform des ETS-Handels, nicht nur des Einbeziehung von Wohngebäude und Verkehr ab dann 27, 28, sondern durch die Reform des ETS-1 wollte sich der Kohleausstieg in Deutschland 2030 vollziehen, weil die CO2-Zertifikate so verknappt werden, dass es außer in Notsituationen, also wir erschaffen es nicht, unsere Ziele zu erreichen, kaum möglich sein wird, mit Kohlekraftwerken, Braunkohlekraftwerken nach 2030 Geld zu verdienen. Das ist nicht nationale Gesetzgebung, das hat Europa gemacht. Europa ist zu einem Hauptakteur des Klimaschutzes geworden. Und wenn ich das zusammenfassen darf, und ich unterstütze das vollumfänglich, auch weil sie damit eine Erneuerung des industriellen Kerns verbinden. Und ich auch, ganz ehrlich. Ich glaube, die Frage, welche Autos wo gebaut werden, entscheidet sich in der Frage, welche Autos bald klimaneutral sein werden. Das Gleiche gilt für die Kraftwerkszubehöre, das Gleiche gilt für die Möglichkeiten, Windkraftanlagen zu produzieren und so weiter. Das wissen Sie, dass dieser ganze Bereich industrielle Produktion von Klimatechniken damit sich eng verbindet. Und im Moment, letzte Baustelle, die ich jetzt auf der Ebene sagen will, wird politisch diskutiert, ob die Beschleunigung, die wir beim Ausbau der Energien hinbekommen haben, auch für die Produktion der Techniken für die Energien gelten soll. Das Ganze heißt Net Zero Industrial Act und ich werbe sehr dafür, dass wir es möglich machen. Die globale Ebene schließt an das, was ich gesagt habe, quasi eine Krise der Globalisierung. Wir müssen anerkennen, wenn wir politisch klug agieren wollen, dass multilaterale Institutionen unter Druck geraten sind. Natürlich ganz fürchterlich, als Donald Trump Präsident der USA war, aber das ist da keine singuläre Entscheidung oder Erscheinung gewesen. Natürlich hoffe ich, dass das für die USA singulär war und man ratlos verfolgt man ja die Berichte aus den USA. Aber natürlich gibt es das Interesse, sich zu verabschieden aus einer globalen Kooperation, nicht nur in den USA, sondern überall. Im Grunde kann man sagen, alle großen Staaten und alle großen Wirtschaftsräume versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen und immer stärker eine eigene nationale Produktion, abgeschlossene Märkte, geschützt durch Zölle aufzuziehen. Wir erleben das im Moment jetzt gerade in der Auseinandersetzung zwischen China und den USA sehr konkret. Die USA hat chinesische Solarpaneele die Einfuhr erschwert. Der Markt wird jetzt überschwemmt mit chinesischen Solarpaneelen. Wir sind eigentlich gerade dabei, die Solarproduktion in Deutschland wieder heimisch zu machen. Und jetzt, und da können weder die Solarproduzenten was dafür, noch irgendjemand, im Moment drückt der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den deutschen Markt mit chinesischen Solarpaneelen rein. Das ist die Realität, in der wir uns bewegen und das ist die Realität, vor der jetzt die Klimakonferenzen stattfinden. Das heißt, sie finden eben auch immer in einem vermachteten Milieu statt und das wiederum bringt mich, und das ist sozusagen der letzte Gedanke, den ich mit Ihnen teilen will oder mit euch teilen will, dahin, dass ja vielleicht der Schutz des Klimas die Chance ist, da wieder rauszukommen. Nicht im Sinne von da wieder rauskommen, dass man sagt, naja, wir haben uns verlaufen und das wird nichts. Aber kein Land, kein Kontinent kann alleine die globale Erderwärmung stoppen. Und da die Betroffenheit unterschiedlich ist und man nicht genau weiß, welche Region am härtesten betroffen ist, sind wir eigentlich zur globalen Zusammenarbeit verdammt, geradezu verdammt. Und wenn man das ernst nimmt und durchdekliniert, dann ist der
Schutz des Klimas, die Bekämpfung der globalen Erderwärmung eben nicht nur eine Aufgabe für sich, das ist sie hier in diesem Kreis, Jan-Philipp hat das Richtige gesagt dazu, sondern vielleicht gelingt es ja sogar, aus der Möglichkeit da zusammenzuarbeiten, einen Spirit zu entfalten, der die Welt ein kleines bisschen wieder enger zusammenrücken lässt, ein bisschen mehr Diplomatie insgesamt möglich macht und ein bisschen mehr Zusammenarbeit auf die Tagesordnung setzt. Insofern, jede Anstrengung lohnt sich. Danke für diese Konferenz. Gute Tagung. Herr Habeck, wir brauchen Sie noch. Das ist Ihr Stuhl. Vielen herzlichen Dank. Haben Sie schon alles gesagt oder stehen Sie noch für eine Viertelstunde Fragen zur Verfügung? Ich habe nicht über den Verkehrssektor gesprochen, ich habe nicht über die Details der GEG-Förderung gesprochen, ich habe nicht über den Netzausbau gesprochen, es gibt noch was zu tun. Okay, also ich darf mit zwei Fragen starten, wenn Sie erlauben, dann sind Ihre und eure Fragen wahnsinnig willkommen mit Mikro hier im Raum und jederzeit per Tablet, die werden mir dann eingespielt. Erste Frage für mich ist, ich komme zurück zum demokratischen Prozess. Wir haben eine Menge Wahlen in Deutschland. Wir haben die Europawahl vor der Tür nächstes Jahr. Und wir haben nächstes Jahr Wahlen in ostdeutschen Ländern, jetzt Hessen, Bayern. Wie organisieren Sie die demokratischen Mehrheiten on the long run, um das durchzusetzen, was so wichtig ist, worüber wir jetzt eine halbe Stunde gehört haben? Ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass ich, sagen wir mal, die progressive, wenn Sie so wollen, liberale Mitte der Gesellschaft, der politischen Parteien erstmal darüber verständigt, was das Problem ist und wie ein rechter Populismus funktioniert. Und meiner Ansicht nach ist nicht das Problem eine einzelne Technik, sondern dass wir tatsächlich, ich habe es eben angedeutet, in einer Art eine Wasserscheide erreicht haben, wo die Globalisierung, wie wir sie kannten, die Fortschrittserzählung, wie wir sie kannten, das Versprechen von Selbstoptimierung führt zum Aufstieg, an eine Grenze gekommen ist. Natürlich nicht für jeden Einzelnen, aber für die Gesellschaft insgesamt, weil damit einher, ich mache es jetzt wirklich sehr kurz, geht auch eine Entwertung und sei es eine emotionale derjenigen, die nicht an diesem globalen Aufstieg so teilnehmen konnten. Das ist wie eine Paradoxie im System. Ja, wenn du sagst, Bildung ist gut, wer würde dagegen reden? Das heißt, möglichst viele Leute sollen studieren, wer würde dagegen reden? Und wer will das seinen Nachbarn, Kindern, Freunden nicht möglich machen? Aber alle werden es nicht tun. Und wenn dann auf einmal daraus wird, dass die Mehrheit oder jedenfalls die Hälfte der Gesellschaft studiert, dann hast du implizit auf einmal einen anderen Diskurs und eine Entwertung der Würde der händischen Arbeit. Und das muss man gar nicht aussprechen. Das ist dann sozusagen, das fühlen Menschen. Und wenn die Anerkennung der Gesellschaft darüber läuft, wo du überall studiert hast und wie viele Sprachen du kennst, dann hast du implizit da ein Auseinanderfallen. So, und das ist das Problem, das ist der Nährboden, auf dem sehr vieles aufsetzt. Deswegen die Frage von politischer Sprache, die Frage auch von gerechten Steuersystem, die Frage von Verständnis, wie wir die Gesellschaft denken, die ist das Zentrale. Wenn man die dann allerdings so beantwortet, dass jede Arbeit wichtig ist, und das ist vielleicht das, Jan-Philipp, was du gerade gesagt hast, das Entscheidende, dass wir in dieser Phase nicht nur Ingenieure und Politiker brauchen, sondern Leute, die die Solaranlagen installieren, Leute, die die Straßen zu den Windparks bauen, Leute, die rausfahren auf hohe See und die Offshore-Windparks errichten, also Handwerk im besten Sinne des Wortes, nämlich Handwerk, und dass wir ohne das nicht klarkommen, das ist nicht etwas Umsetzen dessen, was sich Ingenieure erdacht haben, das ist das Zentrum, dann haben wir natürlich auch eine Chance, den Diskurs wieder so zu kalibrieren, dass die Veränderung, der Fortschritt, die globale Dimension nicht in der Rückseite automatisch zu Verlierern führt. Und davon hängt alles ab. Wenn es nicht gelingt, daraus ein gesellschaftliches Projekt zu machen, und zwar auch ein Anerkennungsprojekt, und das nicht nur so paternalistisch daherkommt und sagt, naja, ist zwar nicht schön da, wo du wohnst, aber wir geben dir noch irgendwie ein Almosen oder so. Dann werden wir scheitern. Wenn es gelingt, das hinzubekommen, also wenn man dieses Teilhabeprojekt, und das ist man muss das aussprechen, es ist eine Umkehr der politischen Denk- und Laufrichtung der letzten Jahre, wenn man das hinbekommt, dann werden wir auch den rechten Populismus wieder zurückdrängen.
Es ist eine Frage, meine letzte Frage für den Moment hier aus dem Chat und dann öffne ich. Und zwar, wir benötigen verpflichtende Bürgerenergiegespräche, damit alle Menschen mitmachen können und ein Einbeziehen aller Menschen gefühlt werden kann. Bitte, Herr Minister, antworten Sie uns darauf schnell. Alle Menschen ist in einer Demokratie nicht möglich und auch vielleicht gar nicht wünschenswert. Natürlich brauchen wir den Diskurs, die Reibung und die abweichende Meinung. Aber ja, die Implementierung von Bürgerenergie, Teilhabe an den Windparks, an den Solarparks, das Nutzen von erneuerbarem Strom für die eigene Firma, für den eigenen Handwerksbetrieb, sollte breit bekannt und auch breit geteilt werden. Vielen Dank. Ihre Fragen? Wenn Sie so nett wären, wir haben zwei Mikrofonassistierende im Raum. Wir fangen hier in Reihe 1 an mit dem Herrn, dann die Dame als nächstes in der Reihe 2. Wenn ja. Sie sich kurz vorstellen. Philipp Hirsemenzel. Kurze Frage, nichts ist so billig wie Wind- und Solarenergie und es wird immer billiger. Und aus 14 Jahren Cleantech weiß ich, alles andere wird auch billiger, Speicher, als was wir zur Netzintegration brauchen. Trotzdem steigen die Preise für Energie und zwar schnell. Wie schaffen wir es, diese sensationell günstige Technologie besser zu kombinieren, sodass die Erfolge auch bei den Menschen ankommen? Und ich schaue da insbesondere auf die explodierenden Netzentgelte und die immer steigende Abregelung. Dankeschön. Also die Preise für die Gestehungskosten sinken ja. Zunächst erstmal schnell aus dem letzten Jahr raus und jetzt etwas langsamer, aber sie gehen nach unten. Wir sehen es ja bei den Future-Märkten. Die ganze Debatte vom Industriestrompreis zielt ja im Kern darauf, diese Phase noch weiter zu überbrücken. Umgekehrt, da haben Sie recht, muss das alles bezahlt werden, was wir aufbauen und vor allem bei den Netzentgelten, also der Ausbau der Verteilnetze und die Anbindung der Offshore-Windparks, das sind sehr, sehr große Volumen und diese Volumen belasten dann, weil man ja in der bisherigen Regel Unternehmen häufig freistellt oder die Netzentgelte reduziert, dann entsprechen die Verbraucherinnen und Verbraucher umso mehr. Im Grunde stellt sich damit die Frage, gibt es alternative Finanzierungsinstrumente? Ist so ein gesellschaftliches Projekt wie das, was wir anschieben, auch gesellschaftlich über Solidarsysteme zu bezahlen? Ich würde sagen, ja, so sollte man es denken. Konkret heißt das, dass wir die Verteilung der Netzentgelte als ersten, klein, aber so klein ist er gar nicht, wenn Sie die politische Debatte mitbedenken, die Verteilung der Netzentgelte gerechter machen sollten und inwiefern dann weitere externe Finanzierungsquellen die Kosten senken, wäre mit Blick auf die gesamtfiskalpolitische Lage des Landes zu diskutieren. Eine kurze Nachfrage, warum nicht rangehen an die Stromsteuer? Ja, also kurze Antwort. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich meine, wir wollen die Elektrifizierung des Verkehrssektors, des Wärmebereichs. Wenn der Strom günstiger ist, wird es einfacher. Natürlich soll das gemacht werden. Also ja, Klammer auf, die Stromsteuer finanziert das Rentensystem. Sie ist ungefähr mit 8 Milliarden dabei. Wir haben uns lange Nächte für 100 Millionen gegeben. Also wenn man die Stromsteuer senkt, Systeme spricht alles dafür, finanzpolitisch, muss man dann sagen, wo das Geld herkommen soll. So, und natürlich, ne, also ich will einmal sagen, wie ich da drauf gucke. Ich, Robert, ich finde auch Schulden nicht gut. Nur, dass das mal verstanden ist. Die Alternative ist, dass jede Generation für ihre Schulden aufkommt. Da muss eben mehr Geld eingenommen werden. Aber das ist im Moment politisch auch nur so dahergesagt, weil dafür die politischen Vorzeichen nicht stimmen. Danke. Die Dame in Reihe 2. Vielen Dank, Alexandra Toost vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit RIFS Potsdam. Wenn wir die planetaren Grenzen, die wir überschreiten, in Betracht ziehen, nicht nur im Klimabereich, sondern auch Biodiversität etc., müssen wir radikal nicht nur unsere Treibhausgase reduzieren, sondern auch unseren Ressourcenverbrauch. Wie stehen Sie zum Thema Suffizienz, Degrowth, Verringerung unseres Ressourcenumsatzes und Energieverbrauchs und wie sehen Sie die Umsetzbarkeit? Also die Synergien, die dann noch zu heben sind, sollten dringlich gehoben werden. Kreislaufwirtschaft, nur als Stichwort gesagt. Degrowth und Suffizienz halte ich als Schlagwort für nicht richtig. Das ist häufig diskutiert, gerade auch in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich sage damit nicht, dass jedes Wachstum gleich gut ist, aber umgekehrt kein Wachstum oder schrumpfende Wirtschaft als Zielvorgabe auszugeben, halte ich für falsch.
die Möglichkeiten oder die Differenzierung nutzen wir im Jahreswirtschaftsbericht. Wir gehen immer tiefer rein und versuchen, die verschiedenen Sektoren auch in ihren gesellschaftlichen oder ökologischen Konsequenzen zu qualifizieren. Und das ist natürlich immer ein Spannungsverhältnis, ja, also um es auszusprechen. Die erneuerbaren Energien sind natürlich ein Eingriff in die Natur. Sind sie. Und zwar nicht nur Windkraftanlagen wegen Großvögeln, sondern, ich weiß nicht, selbst Holzhackschnitzelanlagen sind ein Angriff, weil das Holz sonst als Lebensraum für irgendwas im Knick oder wisst ihr, was Knicks sind? Jan-Philipp, du weißt, dass es verrotten würde. So, und trotzdem müssen wir es machen und es ist richtig. So, und was die Growth angeht, eine Gesellschaft, die sich verändert, wird im Zweifelsfall immer wachsen. Und wir haben im Moment ja kein Wachstum, also im Grunde an der Schwelle zu Degrowth, wenn Sie so wollen. Ist das gut? Nein. Warum ist es nicht gut? Jetzt nur ökologisch gesprochen, weil Investitionen in Klimaschutz ausbleiben. Weil die Unternehmen, die ich vor 2 Jahren getroffen habe, gesagt haben, schön, dass du Minister bist, wir haben gute Nachrichten für dich. Wir werden jetzt investieren in alles Mögliche, sagen, investieren wir vielleicht nicht. Mal heißt, sie investieren nicht in Energieeffizienz, sie investieren im Moment nicht oder nicht ausreichend in erneuerbare Energien und so weiter. Deswegen also nein, diesem Gedanken, das als Zielvorgabe zu haben, für eine Volkswirtschaft folge ich nicht, was natürlich nicht heißt, dass jede Form von Wachstum richtig ist. Also ja, wir brauchen nicht mehr Mikroplastik, wir brauchen nicht mehr Kohlekraftwerke, wir brauchen alle möglichen anderen Sachen auch nicht mehr. Aber andere Sachen brauchen wir da umso mehr und wenn daraus ein vernünftiges Wachstum wird, dann würde ich mich im Moment freuen. Jetzt, uiuiui. Wir nehmen jetzt einfach 2 Fragen in einem auf. Der Herr und die Dame stehend mit dem schwarzen Sakko. Dankeschön. Mein Name ist Hans-Josef Fell, war von 1998 bis 2013 im Deutschen Bundestag. Mich treibt die Frage um, wie wir mit den Industrieemissionen umgehen, Stahl, Chemie und Bauwesen. Ich sehe viel zu sehr den Fokus ausschließlich nur auf Wasserstoff. Wasserstoff ist hoch ineffizient, vor allem wenn er Importwasserstoff ist. Ich glaube nicht, dass der kostengünstig kommt. Wir haben eine ganze Menge von Palette von Lösungen aus dem Forschungssektor, auch schon Start-ups, die wirklich mit Null Emissionen auch in diesem Sektor hineingehen können. Ich will mal nur 2, 3 Stichworte nennen. Textilbewehrter Beton statt Stahlbewehrter Beton. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte könnte da kommen. Oder Biokunststoffe statt Erdöl, Erdgasbasierte Kunststoffe. Oder im Zement solche Zementsorten nehmen, die bereits entwickelt sind, die nicht emittierend sind, sondern sogar Kohlenstoff beim Abbinden aus der Atmosphäre holen. Mhm. Ich vermisse also eine aktive Politik, diese neuen Innovationen mit in den Blick zu nehmen. Vielen herzlichen Dank. Eine Frage geht noch, wenn Sie so nett wären, da hinten direkt neben, genau, die Dame. Christine Schmidt, Institut für betriebliche Bildungsforschung hier in Berlin. Wir bauen ein ganzes Wirtschaftssystem um. Während wir das alte aufrechterhalten und dankbar dafür sind, dass es das gibt und dass es gut funktioniert. Wie erklären wir den Menschen und wer tut es, dass wir mehr arbeiten müssen, nicht weniger? Okay, 2 komplexe Fragen. Also einmal zu der Frage von Hans-Josef Fell. Ich sehe viele Sektoren, wo ich nicht erklären könnte, wie wir 2030, davon reden wir ja, möglichst schneller, jedenfalls danach in den 30er Jahren ohne Wasserstoff klarkommen würden, also klimaneutral klarkommen würden. So, das heißt nicht, dass alle anderen Sachen nicht mit Hochdruck vorangetrieben werden sollen, gerade im Baubereich. Im Baubereich stehen wir ja vor folgender Herausforderung. Wir haben jetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz das klimaneutrale Heizen für den Neubau und alles Weitere, das haben Sie verfolgt, kommt dann sozusagen schrittweise dazu, aber für den Neubau vorgeschrieben. Damit stellt sich, finde ich, aus Klimaschutzgründen eine andere Frage, nämlich die der Baustoffe und der Gebäudehülle und des Zements und des Betons und des Stahl, der Stahlproduktion und so weiter. Und das zu erfassen und zu sagen, da die CO2-Emissionen, so hängen ja immer an, beginnen von den öffentlichen Ausschreibungen bis hin dann zu Standards zu erfassen, das ist der nächste Schritt, ist dringend erforderlich. Nun war das letzte halbe Jahr durch das GEG eben sehr darauf konzentriert, erstmal eine Lösung zu finden, wie wir heizen, aber jetzt die CO2-Emissionen im Industriebereich, in den Baustoffen vor allem zu erfassen und mit in die Kulissen und in die Reduktionsziele dann mit reinzunehmen,
Das unterstreiche ich vollumfänglich, aber das würde ich nicht als Gegenrede gegen Wasserstoff im Industriebereich und im grundlastfähigen, also im steuerlastfähigen Bereich gegenhalten. Und ja, das mehr oder weniger arbeiten, ich weiß immer nicht ganz genau, die Frage ist, wie effizient wir arbeiten. Und ich im Moment würde ich denken, wenn man, ich weiß nicht, ob Sie über die 4-Tage-Woche reden, wenn das bedeutet, Leute entscheiden sich freiwillig dafür, intensiver am Stück zu arbeiten, weil sie dann längere Regenerationsphasen haben, also die Arbeitszeit selbst nicht geringer wird, würde ich sagen, okay, wenn das nicht zu einer Überlastung von Familien, von Personen führt, wenn man da Schutzstandards halten kann, dann mag das für einige attraktiv sein, für andere sicherlich das Ende von Leistungsfähigkeit oder auch familiären Zusammenhalt. Ansonsten, Sie haben ja das angesprochen, wir haben im Moment sowas wie 600.000 nicht besetzte Stellen in Deutschland. Wenn wir daraus 1 Million machen, dann können wir an Gesetzen alles richtig machen, dann sind wir gescheitert. Dann wird es einfach nicht mehr vorangehen. Das heißt, wir haben wirklich einen Bedarf an Arbeit, die gemacht werden muss. Und ich würde auch sagen, da war ich schon, das ist ganz wesentlich Arbeit in allen Bereichen. Das ist kneift an allen Ecken und Kanten, und Arbeit in allen Bereichen heißt noch einmal eine Veränderung der Wertschöpfung der Menschen, die mit händischer Arbeit arbeiten. Das sind diejenigen, die wir im Moment ganz, ganz stark, vielleicht am allermeisten brauchen. Danke. Die beiden Herren, einmal gestreift, einmal grün in der dritten Reihe, wenn Sie das Mikro vielleicht einfach weitergeben, wenn Sie da nicht durchkommen, die nehmen wir auch wieder zusammen hoch und dann suche ich 2 Damen. 5 Minuten haben wir noch, glaube ich, dann ist Feierabend. Vielen Dank, Trevelyan Wing von der Universität Cambridge in England. Vielen Dank nochmal. Also ich wollte fragen, also wie wichtig sind Ihrer Meinung nach eigentlich Entwicklungen auf kommunaler Ebene, zum Beispiel also diese Idee der Energiewende von unten, für diese nächste Phase der Energiewende? Vielen Dank. Und Ihre Frage noch? Roland Hess, Werkstatt für Innovation Berlin. Ich stehe für die X-Wind-Initiative. Wir wollen grüne Moleküle haben. Wir wollen, unsere Vision ist, ab 2030 2,6 Terawatt Höhenwind-Drachenstrom über eine Ringanlage zu machen. Wir sind in 2 Landkreisen unterwegs, aber es ist unendlich schwer, Mitstreiter oder Mitgewinner zu gewinnen. Es kann verpackt werden, ein Freizeitpark. Höhenwind-Drachen fliegen 500 Meter hoch und sind sehr effizient und brauchen nur 10% des Materials wie Windtürme. Können Sie uns da helfen? Ich glaube, beide Fragen gehören dazu. Natürlich in einem Kreis wie diesem kann man unterstellen, dass es eine intrinsische Motivation für weniger CO2-Emissionen gibt. Das, glaube ich, muss ich hier nicht ausführen, sonst wären Sie wahrscheinlich nicht hier. Die stößt aber natürlich an Grenzen, wenn Arbeitsplätze, Einkommen, Investitionen und so weiter berührt sind. Denken Sie an die Debatte über den Heizungskeller, denken Sie über die Debatte über Zulieferindustrien und so weiter und so fort. Muss man nicht aussprechen. Das heißt, das Ganze wird nur auf Dauer gesellschaftlich eine Mehrheit haben, wenn Menschen davon auch ökonomisch profitieren. Jedenfalls nicht schlechter gestellt sind. Dazu gibt es natürlich eine Reihe von Antworten und eine Reihe von industriellen Strategien, aber jetzt konkret auf Ihre Frage. Wir haben jetzt nur in den letzten 15 Monaten noch einmal die Möglichkeit der direkten Beteiligung deutlich erhöht. Wir fördern Bürgerwindparks in den Planungskosten bis zu 200.000 Euro, weil eben nicht alle sich realisieren. Und wenn man sie nicht realisiert, dann übernimmt der Staat quasi die Kosten. Wenn sie sich realisieren, muss man es zurückzahlen, aber es ist ja auch nur fair genug, dann kommt ja auch Geld rein. Wir haben die Möglichkeit der Eigennutzung deutlich erhöht. Wir werden nutzen statt abschalten, also Regionen, die im Moment zubauen und dann, und das werden ja immer mehr werden, dann den Strom nicht über die Netze abführen kommen, weil der Netzausbau schleppend hinterher anläuft, aber auch das soll sich ja beschleunigen jetzt, dass sie diesen Strom nutzen können für zusätzliche Lasten, beispielsweise Wasserstoff oder Speichermöglichkeiten, sodass also kleine, also sagen wir produzierendes Gewerbe bis in den kleinen Mittelstand hinein gut beraten ist, sich an einer Windkraftanlage zu beteiligen, sich eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, auf den Parkplatz Solaranlagen zu bauen und die Kommunen natürlich auch beteiligt werden können über, das haben Sie mitbekommen, über 0,2 Cent pro Kilowattstunde der Parks an ihren
in ihrer Nähe auf ihrem Gemeindegebiet die Gemeindekasse auffüllen können. So, und wenn man dann die Geschichte so erzählt, entweder du bist direkt am Windpark beteiligt und der sichert dir deinen Urlaub oder was immer, oder die Kommunen kriegen können mit den Geldern vom Windpark ihre Spielplätze, ihre Turnhallen, ihre Freibäder sanieren und das produzierende Gewerbe kann günstiger Strom direkt beziehen, dann hat man vielleicht Puzzlesteine einer Erfolgsgeschichte, so dass Leute dann sagen, okay, das ist doch eine gute Sache und jetzt aus der Praxis heraus, das passiert. Also das ist der Grund, warum Markus Söder die 10H-Regel aufgegeben hat. Der hat sich nicht, er ist viel zu flexibel, um sich einem großen Ziel unterzuordnen. Also der Bekämpfung der globalen Erderwärmung, das weiß nicht, das würde ich sagen, nimmt er taktisch. Aber die Wirtschaft in Bayern sagt, wenn wir hier nicht jetzt zubauen, dann werden wir ökonomisch abgehängt werden. Das hat dazu verändert, dass Bayern da jetzt eine 180-Grad-Drehung eingelegt hat. Ist das ein wichtiger Druckhebel? Allgemein? Darauf läuft es, wenn man nicht in einem, Jan Philipp, du wirst es verstehen, nicht in einem Diskurs der Heinrich-Böll-Stiftung und der Grünen Parteitage sich selbst bestätigen will. Und das ist natürlich, ja, wenn du in den Bioladen gehst und sagst, wie findest du ökologischen Landbau? Und dann sagst du, oh, guck mal, alle finden das super. Das ist ja kein Wunder, du musst das bei Aldi gewinnen. Und so ist es ja hier ein Stück weit auch. Das heißt, es muss vor Ort gewonnen werden und es müssen am Ende die Leute in der Lausitz, die jetzt die Nachbarn der Leute sind, die Baggerfahrer im Bergbau sind, sagen, okay, das wird schwierig werden. Ja, wir müssen umschulen, wir werden anderes machen, wir produzieren dann vielleicht Wasserstoff oder Solarpaneele und das ist jetzt auch nicht einfach, aber es ist für uns eine gute Chance, in der Lausitz wohnen zu bleiben und dann Solaranlagen oder was immer Wasserstoff zu produzieren, weil wenn wir es jetzt nicht tun, dann werden wir gar keine Arbeit mehr in Zukunft haben. Wenn das verstanden wird und dann sich, es ist ja trotzdem noch eine Zumutung, eine Veränderung, man muss woanders hinfahren, man muss vielleicht mit Mitte 50 nochmal was Neues lernen, das ist ja nicht, es ist jetzt nicht so, dass alle Hurra schreien, wenn das so kommt. Aber wenn es gelingt, das mit einer ökonomischen Perspektive zu verbinden, die zumindest fair ausgeht, dann hat man eine Chance. Wenn das nicht gelingt, dann bleibt es ein Diskurs des Milieus, das um sich selber treibt. Und wir waren da schon. Ja, wir waren da schon. Das ist in der aus Gründen, über die man eine zweite Tagung machen kann, die man aber sehr genau definieren kann, im letzten Dreivierteljahr ist da was kaputt gegangen und verloren gegangen. Aber wenn es im Dreivierteljahr kaputt gegangen ist, dann kann es auch im nächsten Dreivierteljahr zurückgeholt werden. Wir sind ja eine Gesellschaft, wir sind Menschen, die Entscheidungen machen. Es sind nicht Naturgesetze, also die globale Erderwärmung, aber selbst die ist menschgemacht. Aber wir können, wer wir sein wollen, entscheiden wir selbst. Wir als Gesellschaft. Und wenn das mal verstanden ist, dann muss man auch nicht dem Rest Populismus hinterher plappern. Dann kann man auch dagegen anhalten. Und dann gewinnt man vielleicht auch eine Wahl. Das war die U-Kurve von Robert Habeck. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Tausend Dank. Tausend Dank.